Heute Heimspieltag in der Havelornhalle in Werder gegen die Gastmannschaft Rotation Prenzlauer Berg. Rotation, eine eingespielte Mannschaft, erfahren, derzeitig Tabellenzweiter. Bei so einem schweren Spiel versuchen wir alle Register zu ziehen, Stirnband, zwei Arme, zwei Beine, alles kommt heute zum Einsatz. Wir werden Gas geben, wir werden unser Bestes tun. Bisher waren wir in der Saison der Underdog, heute sind wir der Underdog. Das heißt, es wird nochmal eine Schippe schwerer. Wir werden unser Bestes tun, wie schon gesagt. Wir geben Gas. Leider wieder 3-0 verloren, auch zu Hause. Gegner war relativ stark, was aber weniger der Grund dafür war, dass wir verloren haben. Wir haben im ersten Satz gut gespielt, haben zum Schluss dann nochmal zwei Breaks gefangen, was okay war. Haben wir, glaube ich, 23-25 verloren. Die letzten beiden Sätze haben wir uns auch rausbringen lassen durch einige Schiedsrichter-Fehlentscheidungen, aber dann vor allem auch haben wir bei uns im Spiel einfach Unruhe reinkommen lassen. Haben trotz Stirnband, trotz Arme, trotz Beine nicht gewonnen. Es geht einem unglaublich auf den Sack, die ganze Zeit 3-0 zu verlieren, wenn man eigentlich mithalten kann. Wir müssen da anknüpfen, wo wir am ersten Satz leider schon aufgehört haben und uns darauf besinnen, dass wir Volleyball spielen können, nur ein bisschen cooler bleiben müssen. Dann kommt auch der ein oder andere Punkt. Bis zum nächsten Mal.